Zuallererst möchte ich euch fragen, wisst ihr denn, wer die Glühlampe erfunden hat? Da gibt es viele Leute, die da im Spiel sind, zum Beispiel James Bowen Lindsay oder Joseph Wilson Swan oder natürlich Thomas Edison. Wenn das heute ein Projekt wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein Open-Source-Projekt, vielleicht auf GitHub. Und wir alle könnten mitarbeiten. Genauso wie man mitarbeiten kann bei Foreman, bei SaltStack. Wenn ihr eine Idee habt, wie man Foreman und SaltStack noch näher zusammenbringt, können wir uns am Ende des Vortrags gerne darüber unterhalten. Mein Name ist Bernhard Suttner. Ich bin seit ungefähr so 20 Jahren mit Linux unterwegs, SUSE 6.3, vielleicht den einen oder anderen noch in Erinnerung. Ich beschäftige mich privat auch viel mit Linux, mit Smart Homes, mit Automatisierung, mit Node-RED. Und beruflich bin ich Leiter der Softwareentwicklung bei RATX AG. Wir bei der RATX AG, wir kümmern uns um die Automatisierung von Rechenzentren und bieten da verschiedene Tools unseren Kunden an. Zum Beispiel Puppet, Ansible, SaltStack, dann Containerplattformen wie Rancher, Kubernetes, OpenShift, SUSE KaaS, bieten auch Kafka entsprechend an. Und machen Consulting, haben unser eigenes Trainingscenter, wo wir Schulungen anbieten, eben zu Docker, Puppet, Ansible. Und wir haben unser eigenes Tool, sieht man da unten oder hier, namens Orcarino. Und Orcarino basiert auf Foreman und Catello, worüber ich heute dann auch entsprechend sprechen möchte. Zudem, oh. Nicht so hart draufhauen. Interessant. Okay, soll mal aktualisieren. Okay, wir haben im Oktober unsere eigene Veranstaltung, Open Source Automation Day. Wo ich euch herzlich einladen möchte. Da geht es um alles rund ums Rechenzentrum und wie ich das mit Open Source Tools automatisiere. Puppet, Ansible, OpenShift, Kubernetes. Einen Tag davor, am 14. Oktober, haben wir Workshop-Sessions mit Kafka über Puppet, Ansible, Foreman und Kubernetes. Und einen Tag danach haben wir von der Entwicklung bei der RATX einen, nennen wir es OSA Tech Day, wo wir, weil eh viele Foreman-Leute auch bei der OSAT sind, wo wir uns dann einfach mal anschauen, was kann man bei Foreman noch innerhalb von einem Tag vielleicht verbessern, vielleicht ein Feature überlegen oder einen Bug fixen. Ne? Da sind viele Entwickler da und da werden wir einen Tag lang ein bisschen Foreman entwickeln. Was ist dieses Foreman? Foreman, Open Source Projekt, wurde 2009 von Ohad Levy bereitgestellt. Da war der erste Commit und basiert auf Ruby on Rails, also ist in Ruby on Rails geschrieben. Kommen immer mehr Komponenten, kommen dazu, die von der Oberfläche her React und JavaScript verwenden und wurde gestartet als Projekt als Puppet External Node Classifier. Das heißt, man kann entsprechend Variablen, die man später im Puppet verwendet, über eine grafische Oberfläche konfigurieren, sieht die entsprechenden Facts der verschiedenen Hosts und bekommt auch die Reports, wie hat das Configuration Management denn geklappt. So ist es gestartet, hat aber einen relativ langen Weg dann durchgenommen.
sieht man jetzt hier. Das ist unsere Folie, wie gesagt, Formen. Wir verwenden Formen und Cartello auf Basis für unser eigenes Produkt Orcarino, geben den Ganzen noch Zusatzfeature dazu. Wir waren letztes Jahr sehr aktiv und haben den Debian-Support innerhalb von Cartello verbessert, sodass man auch die Security-Patches einspielen kann über Formen Cartello für Debian. Red Hat hat es schon ganz gut gemacht, eben halt mit Fokus Red Hat. Dadurch konnte man auch SUSE-Systeme sehr gut mit Formen und Cartello verwalten. Es war noch eine Lücke für Debian und Ubuntu und die haben wir hoffentlich jetzt dann bald gefixt. Der letzte Pull-Request ist unterwegs und dann sollte es möglich sein, dass man auch Patches sieht, die notwendig sind, dass man einzelne Security-Bugs für die verschiedenen Hosts, die man mit Formen und Cartello managt, dass man die fixen kann. So, hier sieht man eine Slide, was Formen und Cartello alles kann. Wir von der ATX, wir versuchen, dass wir herstellerunabhängig sind. Genauso wie Formen, das Open-Source-Projekt, auch versucht, herstellerunabhängig zu sein. Und man kann mit Formen Linux-Distributionen wie Ubuntu, Red Hat, Debian, CentOS, SUSE, man kann auch ein BSD oder ein Windows damit deployen. Sprich, auf einem Bare Metal oder in einer OWIRT-Umgebung oder vorher Kollege da gewesen von Proxmox, dort deployen oder in die Cloud schieben, zu Azure, Google Cloud, AWS. Wenn die Kiste dann deployed ist, das ist der erste Schritt. Das System ist ausgerollt. Jetzt möchte ich natürlich dieses System nicht nur das Operating System haben, sondern ich möchte auch entsprechend meine Business Software darauf laufen lassen. Oder vielleicht einfach nur einen Webserver oder einen File-Server. Und diese Dienste möchte ich dann auch konfigurieren. Und dafür bietet Formen die Plugins an. Natürlich Puppet, das ist direkt eingebaut in Formen, und Plugins wie Ansible, SaltStack, aber auch Chef zum Beispiel. Wenn das System dann ausgerollt ist, konfiguriert ist, dann kommt es leider vor, dass hin und wieder ein Paket irgendein Sicherheitsloch hat. Und dieses Sicherheitsloch sehe ich in meiner Übersicht von den Hosts, die gemanagt werden, und ich kann über einen einfachen Klick den Patch entsprechend fixen, indem ein Paket-Update stattfindet auf den gemanagten Host. So sieht am Schluss dann Formen aus. Auf der linken Seite ist eine grafische Oberfläche. Unten drunter schaut es ein bisschen anders aus. Wir haben hier zentral Formen. Man kann Formen verwalten mit einer Web UI, eben Basis Ruby on Rails. Es gibt eine API, eine CLI, eine Hammer CLI, man kann es mit REST ansteuern. Dank der Kollegen von DMTech gibt es jetzt auch eine GraphQL Schnittstelle. Die Daten werden gespeichert auf der Datenbank oder in einem Directory. Active Directory kann angebunden werden, LDAP kann angebunden werden. Die einzelnen zur Provisionierung werden Smart Proxies verwendet, zum Beispiel so ein Smart Proxy, der DHCP managt. Pro Subnetz braucht man dann sozusagen ein Smart Proxy, der in dem Netz dann die Komponente DHCP und TFTP übernimmt und dann das Provisionierung über Pixieboot und so weiter durchführt. Das Smart Proxy kann dann auch später sein, eben Puppet, damit Puppet ausgeführt wird, oder ein Saltmaster oder weitere Dienste, wie Pulp zum Beispiel. Das war die Formenseite. Die andere Komponente, über die ich heute reden möchte, ist SaltStack. SaltStack ist entstanden 2011 und der erste Commit auch wieder auf GitHub von Thomas Hatch, der mittlerweile auch
die Firma SaltStack Inc. Als Vorstand dient. Warum SaltStack? Er hat den Film Lord of the Rings angeschaut. Gibt es eine Szene, dass es Salted Pork schmeckt wohl sehr gut. Und Thomas Hetsch hat sich gedacht, eigentlich schmeckt alles viel besser mit Salt. Das stimmt. Und auch im Rechenzentrum ist alles viel schöner mit Salt, sagt Thomas Hetsch. Salt ist in Python entwickelt worden. Es bietet die typischen Features an, wie man es von einem Configuration Management Tool kennt, aus Puppet und auch aus Ansible. Das heißt, alles, was man in dem Bereich macht, ist als Code verfügbar. Als YAML-Dateien oder zusätzlich als Jinja-Templates. Und das Besondere an SaltStack ist, es ist event-driven. Anders jetzt als bei Ansible, da ist es so, ich habe nicht mal einen Server, sondern ich schieße einfach irgendwelche Ansible-Kommandos ab und es wird über SSH wird dann auf dem Zielhost was ausgeführt. Bei Puppet ist es so, ich habe einen Puppet-Server und ich habe irgendwo einen Puppet-Agent. Bei Salt kann ich beides machen. Und ich habe einen Event-Bus und diesen kann ich benutzen, dass wenn irgendwo ein Event passiert, der Salt-Master das mitbekommt und ich darauf reagieren kann. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon ein anderes Configuration-Management-Tool wie Puppet oder Ansible eben. Hier so eine kurze Liste, die kann man nicht hundertprozentig vergleichen, die verschiedenen Tools, die Begrifflichkeiten sind da nicht so hundertprozentig vergleichbar. Salt, bei Salt spricht man von Grains, bei Puppet von Facts, bei Salt spricht man von Modules und von States und von Formulas und Stop, SLS und Pillar. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Variablen habe zum Beispiel, dann speichere ich die bei Puppet im Hira, bei Salt in Pillar. Bei Puppet gibt es eine Puppet Forge, wo unzählige vordefinierte Modules rumliegen. Bei SaltStack gibt es das auch, leider nicht so viele. Da heißen die Formulas, das ist auch so eine Sammlung. Bei Ansible gibt es dann die Ansible Galaxy, wo auch diese Rollen entsprechend drinnen sind, wo man wiederverwenden kann. Was zeichnet jetzt SaltStack aus? Ich habe schon kurz angeschnitten. Ich habe von der Architektur her entweder einen Server und einen Client oder ich habe nur einen Server und ich fahre das Ganze ohne Client-Software. Das heißt, SSH wird verwendet, um eine kurze Kommunikation aufzubauen auf den Host. Dann findet die Aktion statt und dann ist wieder gut. Das heißt, ich komme ohne Installation von irgendeiner Client-Software auf dem Zielhost aus. Bei Puppet habe ich es so, dass ich die Änderungen oder die Konfiguration pushe. Pull. Bei Ansible push ich, bei Puppet pull ich. Bei Salt beides. Es kann entweder per Push gemacht werden oder per Pull. Je nachdem, wie das Szenario ist und welche Vorliebe man hat. Es wird ein Eventbus verwendet, habe ich auch schon erwähnt kurz, wo man die Events, die da passieren auf einem Host, abgreifen kann und ich kann darauf reagieren. Einfaches Beispiel, ich setze einen Beacon auf zum Beispiel Load Average. Wenn die Load Average auf einem Host über ein bestimmtes Level geht, bekomme ich ein Event im Salt Master und kann darauf reagieren. Zum Beispiel, dass ich einen neuen Server hochfahre. Das Hochfahren oder das Provisionieren von einem
neuen Host kann ich auch wieder über Salt machen, weil ich mit Salt Cloud Module kann ich zum Beispiel über der Azure Cloud sagen, mache einen neuen Host. Dann konfiguriere ich den und binde den alles ein. Wenn dann später wieder die Load Average runtergeht, kann ich den, kriege ich wieder ein Event und kann im Salt Master wieder reagieren und reiße einfach den Host wieder ein. Und dieses Event-System, was bei Salt verwendet wird, ist wirklich das, würde ich sagen, das Killer-Feature, was bei anderen Systemen nicht so existiert. Dazu noch gibt es ein Feature namens Schedule Jobs. Das heißt, ich kann einzelne Jobs direkt innerhalb von Salt Master oder auch vom Salt Minion definieren. Ich spare mir irgendeinen Cron-Job, sondern kann direkt im Salt Master einen Job anlegen, wo dann zum Beispiel High State ausgeführt wird. Das werden wir noch öfters sehen. Das bedeutet, der letzte Stand, der höchste Stand der Konfiguration wird auf dem Zielsystem ausgeführt. Und hier alle 20 Minuten. Könnte ich über einen Cron-Job machen oder ich mache es einfach über einen Schedule-Job. SaltStack ist ein sehr modulares System. Es gibt verschiedenste Module, die ich dann auch relativ einfach selbst entwickeln kann. Das ist mal eine Liste von Modulgruppen, die ist nicht vollständig, da gibt es noch mehr. Zum Beispiel Execution Modules. Führe auf dem Zielsystem einfach eine Paketinstallation aus. Fertig. States. Konfiguriere mir den Apache. Also ganz normale Configuration Management. Grains haben wir vorher schon gehört. Das sind Defects. Auch die kann ich Modul schreiben. Zum Beispiel für meine Netzwerkkomponente, dass da entsprechend die Grains abgezogen werden. Pillars sind meine Variablen, die ich innerhalb von Salt anlegen kann. Ein Returner ist auch ein ganz interessantes Feature, das wird vielleicht auch interessant für Formen Salt. Und zwar, ich kann die Jobs nehmen, ich finde den Job schön, finde ich toll, nehme den und knall mir das Ergebnis einfach als Returner in meiner MySQL-Datenbank. Oder ich schiebe das Ergebnis zu Kafka. Das heißt, mit einem Returner kann ich definieren, was machst du mit irgendwelchen Daten, die ich irgendwo weiter hinschiebe, damit ich irgendwas damit machen kann. Cloud heißt es die Modulgruppe, damit ich zum Beispiel auf Azure oder auf AWS einen Host anlegen kann. Beacon, diese Gruppe, kann ich monitoren. Überwache mir die Load Average, überwache mir den Prozess, überwache mir die Größe der Festplatte. Kann ich sehr, sehr viele verschiedene Beacons verwenden. Und Runner sind irgendwelche Module, die direkt auf dem Salt Master laufen, die irgendwas Tolles machen. Zum Beispiel, zeig mir die Jobliste an, die die einzelnen Hosts gerade haben. Oder zeig mir vorherige Jobs an und kann das entsprechend danach auswerten. So, das war so grundlegend Formen und Salt. Bringen wir das zusammen. Wie schaut das Szenario aus? Szenario, haben wir vorher schon gesagt, bei Formen werden die Smart Proxies verwendet. Es gibt natürlich einen Smart Proxy auch für Salt, Smart Proxy Salt. Das kommuniziert über eine REST API mit Formen Salt. Das Formen Salt ist ein Plugin für die Salt-Unterstützung innerhalb von Formen. Die Kommunikation auf der Seite, Smart Proxy Salt, kommuniziert mit dem Salt Master über eine REST API und ein bisschen über CLI. Zum Beispiel wird abgefragt über Salt Call, welche Jobs da laufen. Der Salt Master hat wieder die Kommunikation mit den einzelnen Salt Minions. Das ist die Client-Software auf einem gemanagten Host. Es findet über ZeroMQ statt, das ist ein Message Queue. Ihr kennt es vielleicht, es gegen andere Komponente namens RapidMQ. So.
was kann jetzt Form and Salt derzeit? Mit Form and Salt kann ich erstmal einen Host ausbringen, da oben. Dann habe ich einen Host, der wurde provisioniert und hoffentlich wurde während der Provisionierung schon ausgewählt, der soll Salt machen. Also wird der Salt Key ausgetauscht, damit Foreman schon weiß, dieser Host hat diesen Key. Der wird akzeptiert, der Key, hoffentlich. Und dann kann der Salt Master mit dem Host bereits kommunizieren. Dann geht es darum, dass der Host entsprechend irgendwelche States bekommt. Die States, also der Configuration Management Teil, zum Beispiel zur Konfiguration von Apache, die importiere ich mir, damit Foreman weiß, diese States gibt es. Und dann weise ich zu dem Host-Gruppe oder zu dem Host, der soll Apache konfigurieren, der soll die MySQL-Konfiguration machen und so weiter und so weiter. Und zusätzlich zu dem States brauche ich auch entsprechende Parameter, die Pillar-Data. Die konfiguriere ich mir in Foreman mit über globale Parameter, über Host-Group-Parameter, über Betriebssystem-Parameter, Organization-Parameter, Location-Parameter oder schlussendlich den Host-Parametern. Konfiguriere ich mir da. Die sind dann als Pillar-Data verfügbar und kann die bei den States, die ich verwende, nutzen. Wenn ich das alles habe, dann sollte ich vielleicht irgendwann mal den Run-State-High-State machen. Sprich, ich nehme die Konfiguration und packe sie auf den Host. Und wenn das fertig ist, dann möchte ich, oder wenn das fertig ist, vielleicht auch schon ein bisschen davor, dann möchte ich aber auch wissen, welche Facts hatte denn der Host oder hat denn der Host und hole mir die wieder, damit ich im Foreman wieder anzeigen kann, dieser Host hat diese Facts. Und zusätzlich kriege ich dann auch den Report. Hat das Setzen der Konfiguration funktioniert? Was wurde geändert? Wurde zum Beispiel ein Paket installiert? Wurde eine Datei geändert? Kriege ich einen Report, den kann ich schön brav in meinem Foreman wieder anzeigen. Ich sehe auch eine Historie, von wegen, welche Reports wurden vor 2 Monaten gemacht. Da war eine Frage. Das kann der Foreman selber. Also die Frage war, warum verwende ich überhaupt Salt? Das kann der Foreman selber mit Puppet. Aber wenn ich kein Puppet verwenden möchte, sondern Salt, dann nehme ich das Salt-Plugin. Genauso gut kann ich aber auch sagen, ich mache kein Salt, ich mache auch kein Puppet, sondern ich nehme Ansible her oder Chef. Je nachdem. Wenn ich bei der Provisionierung von Hosts, habe ich vorher gesagt, bekommt man entsprechend die Keys. Die Keys kann Foreman dann darstellen, ich kann die Keys verwalten, ich kann sie löschen, ich kann sie, wenn ein neuer Key-Request reinkommt, kann ich es akzeptieren oder rejecten. Ich kann die States zuordnen, ich kann die States importieren erstmal. Dann sehe ich eine Liste von States, die ich importiert habe. Ich sehe, wo werden die States verwendet, bei welchen Host-Gruppen, ich sehe da die Anzahl. Und ein State, muss man wissen, ist einem bestimmten Environment auch immer zugeordnet. Bei Salt fängt man normalerweise an mit Base, man kann aber auch genauso gut Production, Test und Entwicklung nehmen. Und ich kann die Salt States dann den Hosts zuordnen oder den Hostgruppen. Die Hosts, die innerhalb von einer Hostgruppe sind, werden dann, kriegen dann automatisch auch die States, die in der Hostgruppe drinnen sind. Kann man dann die User konfigurieren oder ein Message of the Day setzen. Nichts Spektakuläres. Und man kann sich in Foreman anzeigen lassen, welche Pillar-Data zur Verfügung steht. Diese Pillar-Data kann ich dann in den States auch entsprechend verwenden. Gut, da war ein grüner Haken dabei ist, das haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt möchte ich natürlich auch am Schluss den Host konfigurieren. Sprich State, High State auf den Host ausführen. Dafür gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Und zwar
kann ich den Weg nehmen, dass ich die Konfiguration pushe. Sprich, der Smart Proxy Salt sagt dem Salt Master, bitte für diesen einen Host, nimm alles zusammen, nimm die States, nimm die Grains und übertrag das bitte zum Host, damit der Host auf dem Stand ist. Die Implementierung ist derzeit so, die ist noch ein bisschen älter, dass ich einmal sage Run Salt und dann passiert nichts. Im Hintergrund wird dann irgendwas ausgeführt, aber als Admin sehe ich nicht, dass da irgendwas passiert. Ich sehe keine Progressbar. Irgendwann schaue ich dann vielleicht mit den Tasks nach und dann sehe ich, ah ja, da ist irgendwas gelaufen im Hintergrund. Da kommt auch eine Ausgabe, also nicht sehr user-friendly. Was ich erwarten würde, ist ein bisschen mehr. Eine Progressbar und eine Ausgabe. Das ist hierüber jetzt möglich. Das habe ich vor gut 2 Monaten, glaube ich, hinzugefügt. Das läuft ein bisschen anders. Und zwar sagt der Smart Proxy direkt dem Managed Host über SSH, hol dir mal die Konfiguration. Das heißt, das Prinzip umgedreht, nicht mehr Push, sondern Pull. Der Salt Minion zieht sich dann die Konfiguration vom Salt Master. Das Schöne ist, ich sehe sofort eine Progress Bar und ich sehe sofort, dass da irgendwas sich geändert hat. Zum Beispiel wurde Message of the Day geändert. Und das Ganze passiert über das Remote Execution Plugin von Foreman. Derzeit über SSH. Dann werden die Grains auch eingesammelt. Die kann man sich dann entsprechend auch bei den Hosts anzeigen lassen. Man kann einen Filter setzen. Man sieht entsprechende Charts. Man sieht die Änderungen, die sich bei den Grains vielleicht ergeben haben. Und die Grains kann man dann später wieder verwenden, um irgendwelche Filter zu setzen. Und der Report wird erstellt. Das heißt, ich sehe, der Last Report ist vor 2 Minuten, hat sich nichts geändert. Auch vor 4 Tagen wurde irgendeine Änderung durchgeführt, was zum Ergebnis, was am Schluss gelockt wird. Das heißt, ich habe auch ein Auditing der Änderungen, die da vollzogen wurden. So, das waren jetzt das Foreman Salt, wie es bis jetzt ungefähr so ausschaut, oder bis jetzt, bis vielleicht vor einem Monat. Und jetzt ist was passiert. Im Juni war es, hat die Community gesehen, dass die Jungs von Artix immer wieder bei Foreman Salt Änderungen einbringen. Also meine Wenigkeit. Und dann haben sie gefragt, weil das Foreman Salt eh nicht so wirklich gemanagt wurde, ob wir als Maintainer da in dem Bereich das machen wollen. Also habe ich mich bereit erklärt und ich darf jetzt Foreman Salt maintainen und darf da Änderungen einbringen und darf Pull-Requests annehmen und so weiter. Schön, war die erste Reaktion und dann kam die Ernüchterung, so okay, wie schaut denn das Modul gerade aus? Stand war, es gab keine Tests von Smart Proxy Salt, es gab Tests für Foreman Salt, aber die liefen nicht, also haben wir das erstmal soweit korrigiert, damit es wieder verwendet werden kann. Viele Tests kamen dazu, viele wurden dann entsprechend auch korrigiert, auf Stand gebracht, weil wir von Artix eben denken, es ist nicht nur Puppet, es ist nicht nur Ansible, sondern es ist auch SaltStack. Und wir sollten auch schauen, dass SaltStack entsprechend gut funktioniert. So, noch weiteres haben wir bemerkt. Pillar Data konnten für States nicht richtig schön verwaltet werden.
Es gibt keinen ordentlichen Remote Execution Provider. Remote Execution Provider ist deswegen schön, weil ich sofort eine Progress Bar habe, weil ich sofort den Output sehe. Die Reports, die wir vorher da gesehen haben, die da eingesammelt werden, die werden alle 10 Minuten eingesammelt über einen Cron-Job. Wenn ich State Heisted aufrufe, dann möchte ich eigentlich sofort sehen, was hat sich da geändert. Sofort heißt, wenn die Aktion erfolgreich war, möchte ich das sehen. Wenn es nicht erfolgreich war, möchte ich sehen, der Report soll sofort geschrieben werden. Das würde ich erwarten und nicht nach 10 Minuten. Und so sozusagen das grundlegende Ziel ist, be more Salt-like. Also Salt bietet so viele verschiedene Module an und nur ein Teil davon ist wirklich Salt-like entwickelt. Könnten die viel mehr in dem Bereich machen, dass es die entsprechenden Plugin-Schnittstellen, die Salt bietet, auch entsprechend implementiert. Also haben wir das gemacht. Eins der ersten Aktionen war, wir brauchen mehr Pillar-Data. Wer von euch verwendet den Foreman schon? So ein paar. Da gibt es so eine wunderbare Seite, Smart Class Parameters. Da kann ich entsprechend die Pillar-Data oder die Konfigurationen von Puppet-Klassen wunderbar schön konfigurieren. Die Jungs von Red Hat haben das gleiche Feature für Ansible hinzugefügt, dass man Variablen konfigurieren kann für die Rollen. Warum nicht also auch Variablen für die States anbieten, dass ich die auch schön konfigurieren kann? Derzeit läuft es so über Host-Parameter, Host-Group-Parameter, Global-Parameters, da kommen die Variablen rein. Es wird zusammen mit den States dann bei State-High-State auf den Minim übertragen. Da gibt es schönere Varianten. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, die Smart-Class-Variables. Das Konstrukt gibt es schon. Die Änderung oder der Pull-Request, der da verfügbar ist, es ist mehr oder weniger eine Copy und Paste und ein bisschen Fleißarbeit von der Arbeit, die für Foreman Ansible gemacht wurde, gemerged, übernommen für Salt States. Wie gesagt, gibt es als Pull-Request. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht einen Blick drauf wirft. Vielleicht kann da jemand einen Kommentar schreiben oder komplettes Review machen. Wäre schön, dass wir das auch möglichst gut und schnell dann auch reinkriegen. Ich kann es natürlich merchen als Maintainer, aber ein eigenes Pull-Request merchen ist nie mehr so schön eigentlich. Was kann man damit machen? Ich kann den Key festlegen, eine Beschreibung. Ich gebe an, für welchen State ist die Variable. Ich kann meinen Default-Wert setzen. Jetzt zum Beispiel für Users wird hier als Default-Value Foo, der User Foo angelegt. Und der User Bar. Standardmäßig. Oder ich kann es überschreiben. Wenn der Host FQDN Anne Wolnig ist, dann leg nicht den Default-Wert an, sondern leg My Bar an mit der Group-ID 502. Und wenn der Host vom OS Debian ist, dann leg My Foo an. Ein Feature, was Foreman Ansible, da ist eine Frage. Also die Frage ist, ob man, wenn man Foreman verwendet, die Pillar-Data nicht mehr in Top-SLS angibt, sondern über Foreman. Sowohl als auch, es wird zusätzlich genommen. Kann man machen. Würde auch beides zusammen funktionieren. Kommt als Add-on sozusagen obendrauf. Genau.
Eine Sache geht leider nicht so einfach innerhalb von Salt, und zwar, dass man rausfindet, welche Variablen braucht denn ein bestimmter State. Das ist in einer ganz einfachen Variante wahrscheinlich möglich, aber richtig elegant geht es nicht, weil Salt da zu flexibel ist. Man kann Variablen entsprechend auch zusammenbauen. Deswegen leider nicht. Aber ich glaube, das ist schon viel besser, dass ich es entsprechend direkt einem State zuordnen kann innerhalb von Formen. Ich habe entsprechend auch Möglichkeiten, mit Default Value zu arbeiten, mit einem entsprechenden Key Type, mit Überschreiben und so weiter. Schon ein Stück besser, als was jetzt gerade existiert mit Variablen nur auf Host und Hostgruppen. Und ein weiteres Feature, verwendet werden kann, oder bei Remote Executioner, weiß nicht, Formen Remote Executioner ist ein cooles Konstrukt, da kann ich Befehle auf einem externen Host ausführen. Derzeit gibt es über SSH und Ansible die Möglichkeit, dass ich Befehle ausführe. Aber wir haben ja gerade über Salt. Und wir haben auch eine entsprechende Schnittstelle. Also wir haben ja den Key ausgetauscht zwischen dem zwischen Formen und Salt. Wenn ich den Key ausgetauscht habe, dann kann ich auch entsprechend Kommandos absetzen. Das geht hier. Und mit dieser Schnittstelle kann ich jegliches Kommando, jegliches Skript, was ich normalerweise über SSH oder über Ansible laufen lassen würde, innerhalb von Formen, kann ich auch direkt über Salt absetzen. Dieses Feature hat einer entwickelt von Red Hat. Also vielen Dank hierfür an Adam, der das entwickelt hat. Und am Schluss habe ich eine Progress Bar. Ich sehe, auf welchen Hosts wurde das ausgeführt. Ich bekomme das Ergebnis auch schön dargestellt. Ich sehe, was da gelaufen ist. Und ich kann auch so einen Remote Execution Job nicht nur auf einem Host absetzen, sondern ich kann den auf 10 verschiedenen Hosts absetzen. Zum Beispiel installiere auf 10 verschiedenen Hosts irgendein Paket. Das konnte ich bis jetzt über SSH oder über Ansible. Und jetzt kann ich es auch über Salt machen. Der Key ist ausgetauscht. Warum noch einen Key austauschen? Noch eine Frage. Das zusammenzufassen. Also die Kommunikation, die Frage ist, wie kommuniziert das Ganze, wenn ich es richtig verstehe. Die Kommunikation findet vom Salt Master zum Salt Minion statt. Und es wird eingekippt über das normale Kommando Salt, mach irgendetwas auf dem Host da drüben. Mhm. Ja. Exactly. Aber das ist in dem Konstrukt, in dem Umfeld eigentlich immer der Fall. Also immer wenn ich einen Salt Master habe, dann habe ich auch Smart Proxy Salt installiert, der dann direkt mit dem Salt Master kommunizieren kann. Und der setzt dann entsprechend einfach das Kommando ab und sammelt das auch wieder alles ein. So läuft es gerade, wenn ich Reports, also das obere ist das alte, so läuft es gerade, wenn ich Reports einsammle, dann gibt es einen schönen Cronjob, dann wird das geuploadet, alle 10 Minuten, ziemlich langsam, ziemlich blöd. Gibt es weitere Änderungen? Warum nicht den Eventbus verwenden? Es gibt den Eventbus von Salt, und da kann ich einen Reactor setzen. Und den Reactor kann ich so weit einschränken, dass ich sage, wenn ich State Heisted aufrufe,
Nimm das Ergebnis und lade es zum Formen hoch. Macht einen Upload im Endeffekt. Schaut dann von der Konfiguration her so aus. Auf dem Salt Master definiere ich einen Reactor. Der Reactor sagt Salt Job Return Whatever. Und da gebe ich eine State-File an. Und diese State-File ist hier mal abgebildet. Wenn State High State, wenn es ein Return ist, dann nimm das Ergebnis und push es als JSON an dieses Skript oder an den Runner im Endeffekt. Und der Runner hat entsprechend die Konfiguration, dass er auch das Ergebnis hochladen kann zum Formen. Ist auch ein Pull Request. Auch wieder von mir. Das heißt, ich kann es wieder selbst merchen. Aber wenn jemand das ausprobieren möchte, Kommentar dazu schreiben möchte, wäre ich sehr dankbar oder eine Idee hat, einfach über GitHub mir mitteilen. Und wäre auch schön, wenn wir dieses Feature hinzufügen können, recht schnell. 10 Minuten warten ist nie schön. Das sind jetzt die Ideen, die jetzt schon implementiert wurden. So einen kurzen Ausblick, was vielleicht noch so alles möglich ist. Be more salt-like. Also ich denke, es gibt noch weitere Möglichkeiten, ne, wie man Formen und Salt noch näher zusammenbringt. Zum Beispiel Salt SSH, dass ich gar keine Client-Software mehr installieren brauche. Vielleicht ist das nur ein Template, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es nur ein Template, was man am Schluss anpassen muss, damit kein Salt Minion installiert wird und dann funktioniert schon vieles. Vielleicht muss man noch ein bisschen mehr machen. Da kann man es noch in das Formen Salt Remote Execution Ecosystem vielleicht noch ein bisschen was drehen, damit es noch schöner ist. Dann bei Salt ist ja alles in Code und ich habe gerade erzählt, dass wir die Variablen über Formen, über ein User Interface irgendwie konfigurieren. Das beißt sich irgendwie. Alles in Code, Oberfläche und das andere ist mit Git im Endeffekt. Das heißt, wie kann man das vielleicht schön gestalten, dass ich immer noch alles schön im Code habe, vielleicht irgendwo im Git, aber trotzdem auch dem Admin die Möglichkeit gebe, die Daten, die im Git sind, dass ich die anpassen kann, erweitern kann, damit ich beide Welten habe. Entweder ich lege alles im Git ab oder ich gehe dann auf Formen drauf und ändere bestimmte Parameter. Vielleicht kann man die beiden Welten schön vereinen. Und als letzten Punkt, Salt Module. Man kann noch viel mehr Module machen. Grains Upload oder das ENC, das External Node Classifier, ist immer noch irgendwie so ein bisschen hingefummelt. Ich denke, da kann man die Plugin-Schnittstelle von Salt noch viel schöner verwenden, ne, und ein Salt-Modul draus bauen. Viele Möglichkeiten, viele Ideen. Vielleicht hat noch jemand anders eine Idee. Wenn ihr euch informieren wollt über das Projekt Formen und über die Community, hier sind verschiedene Links. Ich würde mich freuen, wenn ihr über die Pull-Requests oder direkt auf mich zukommt, damit wir Formen und Salt noch näher zusammenbringen, was beide Systeme ja noch schöner machen. Wenn ihr Fragen habt, ich bin jetzt noch ein bisschen da. Ich bin heute noch da und morgen noch da. Wir bei Artix haben unten einen Stand. Mittlerweile auch schon ein bisschen schöner, weil leider unsere Spedition so einen kleinen Fehler gemacht hat. Wir haben keinen Stand bekommen, aber er schaut mittlerweile ganz gut aus. Und da kann man auch das alles demonstrieren. Wir haben Formen Salt natürlich installiert und können das entsprechend auch demonstrieren. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.